Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 18. Dezember 2018 nach indischer Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, anderes ist als im westlichen Horoskop. Außerdem haben die indischen Astrologen die sogenannten Mondhäuser. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini ist jung, unschuldig, wunderschön. Und der Mond macht einen Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm: Nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond blieb nichts anderes übrig. Er liebte Rohini. Also heiratete alle Geschwister und es waren 27 Frauen. Und jeden Tag besucht er eine von seinen Frauen. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Natürlich, jede Frau ist anderes und verkörpert anderen Eigenschaften. Und die Einflüsse kommen selbstverständlich von Sternen. Und das sind die sogenannten Mondhäuser. Es gibt in Astrologie die 12 Häuser. Ich mag diesen Begriff nicht, das habe ich auch gesagt. Ich nenne die als 12 Lebensbereiche. Der erste Lebensbereich ist das Selbst, die Selbstdarstellung, auch unserem Aussehen, Persönlichkeit, unserem Auftreten, und so sind wir auch wahrgenommen. Der zweite Lebensbereich ist Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, Besitz, Finanzen. Der dritte Lebensbereich ist Schule, Austausch, etwas lernen, bedeutet auch Nachrichten, Medien, Informationen, Verbindungen zu Verwandten, Nachbarn, Bekannte, kleinere Veränderungen, kleine Reise. Der tiefste Punkt, das Horoskop, und das nenne ich, wenn ich das mit einem Baum vergleiche, der Wurzel des Baumes, hier ist die Fundament, die Basis. Hier fühlen wir uns verankert, verwurzelt, das ist unserem Ahnen, unseren Traditionen, unserem Herkunft und symbolisiert auch unseren eigenen vier Wänden. Der fünfte Lebensbereich sind die Kinder, unsere Kinder, Enkelkinder, bedeutet auch unsere eigene Kindheit oder das innere Kind. Und hier liegt die schöpferische Kraft, das Leben schöpferisch gestalten, so wie die Kinder es auch machen, mit Lebensfreude, spielerisch. Der sechste Lebensbereich sind die Pflichten, die Arbeit. Und damit wir arbeiten können, brauchen wir natürlich die Kraft, die körperliche Wohlbefinden. Und hier sollen wir auch um die Gesundheit achten. Dieser Lebensbereich steht auch für Gesundheit. Der siebte Lebensbereich ist die Partnerschaft. Kann auch geschäftliche Partnerschaft auch bedeuten. Der achte Lebensbereich ist der Bereich der Transformation, die Veränderungen, die Wandlung unserem Leben. Zeigt auch unserem inneren Kraft. Hier ist auch die Sexualenergie. Es ist nicht nur mit Sexualität gemeint, sondern wie können wir aus eigener Kraft etwas Neues starten. Außerdem, dieser Bereich ist auch für Erbschaften, auch ämtliche Situationen, auch Investitionen oder das Geld des Partners auch zuständig. Der neunte Lebensbereich ist die große Reise, Ausland,
Auslandskontakte, Fremdsprache, auch ein höheres Studium, aber bedeutet auch die Suche nach Gott, eine innere Reise. Dann sind wir in Krone des Baumes, das höchste Punkt des Horoskopes, und hier bekommen wir Ansehen, Anerkennung und hier liegt auch die Berufung. Die 11. Lebensbereich liegen unseren Hoffnungen und Wünsche, aber auch Freundschaften, soziale Kontakte. Die 12. Lebensbereich steht für Karma, das Unbewusste. Hier sind die Geheimnisse und auch die geheimen Feinde. Also ich habe erklärt die einzelnen Lebensbereiche. Immer dort, wo die Sonne befindet, bestimmt die Monatsthemen. Das ist wie Helios, der Sonnenwagen, aber ich kann das vergleichen wie mit einem Zug und das ist hier die Lokomotive. Die Tierkreiszeichen zieht die ganze Wagen. Und diesmal nach indischer Berechnung befindet sich, aber auch in westlichen natürlich, Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Naturgemäß beginnt der Tag immer mit Sonnenaufgang. Und das heißt, bei Sonnenaufgang, wo die Sonne in Osthorizont aufsteigt, geht die Tierkreiszeichen Schütze hier auf und wirkt auf den ersten Lebensbereich, beeinflusst unserem Aussehen, besonders bei Schützengeborenen wirkt das, dass sie achten auf ihren Aussehen, vielleicht verändert sich sogar etwas, abnehmen, eine neue Frisur oder neue Kleider, so wie man das nach außen auch trägt. Und natürlich auch die Persönlichkeit und auch die Wunsch, dieser Bedürfnis wahrgenommen werden. Im 2. Lebensbereich, wo um die Werte und Finanzen geht, ist die Tierkreiszeichen Steinbock. Natürlich, das ist immer ein Tor. Ein Tor, was dieser Lebensbereich öffnet. Und die Tierkreiszeichen sind die Toröffner. Die 3. Lebensbereich, wo es um Kommunikation geht, ist die Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Fischen ist der tiefste Punkt des Horoskopes, die Wohnsituation. Wieder ist im 5. Lebensbereich, wo es um die Kinder geht. Stier ist der Lebensbereich Arbeit, Zwillinge im Lebensbereich Partnerschaft. Krebsgeborenen befinden sich gerade in einer Wandlung. Die Löwengeborenen auf einer großen Reise. Also auch innere Reise. Ganz oben steht Waage, die Bedürfnis nach Anerkennung, die Suche nach der Berufung. Die Jungfrauen haben soziale Kontakte, die Wunsch nach Partnerschaften, Freundschaften, und auch natürlich kann der Wunsch auch die Partnerschaft sein. Hier sind auch die Hoffnungen und vielleicht die Liebe in die Freundeskreis, das ist natürlich auch möglich. Und im Geheimnissen liegt die Tierkreiszeichen Skorpion. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Und das ist wichtig für die Schützengeborenen, die Wahrheit erfahren oder die eigenen Licht, diese Glanz nach außen bringen. Auch die Bedürfnisse natürlich wahrgenommen werden. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Widder. Beide Tierkreiszeichen gehören zum Feuerelement und das bedeutet Harmonie. Das heißt, die beiden Lichter, Sonne und Mond, stehen in Harmonie und wirken unserem Alltag. Das verläuft ruhig oder wir haben das innere Gleichgewicht. Mond hat einen Einfluss auf Schwangerschaft, das ist wie Empfängnis, zeigt auch Mütterlichkeit und gerade hier im Bereich des Kindes, natürlich diese Empfängnis ist möglich, besonders bei Wiedergeborenen. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Mars
gibt die Kraft, setzt etwas in Bewegung, entweder in Medien oder im Internet oder in vertrauter Umgebung. Natürlich ist es auch möglich, dass die männlichen Personen gestalten etwas oder suchen Internetkontakte oder Verbindungen. Also hier ist aktiv, besonders die Männer. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Das sind geheime Gespräche, Verträge, geheime Verhandlungen oder sind Geheimnisse, was die Skorpiongeborenen zurzeit erfahren. Jemand vertraut ihren Geheimnisse. Jupiter hat mit Gerechtigkeit etwas zu tun. Das kann natürlich auch eine rechtliche Lage sein, hierbei die Geheimnisse. Aber Jupiter öffnet die Augen auch auf die Ungerechtigkeiten, dass das auch ungerecht verläuft. Diese geheime Verhandlungen, Verträge oder Termine oder Gespräche. Und nicht vergessen, hier sind auch die geheime Feinde. Natürlich ist es auch möglich, dass die Skorpiongeborenen erfahren diese Geheimnisse. Und Jupiter bringt die Glück, so dass das geklärt wird und die Skorpiongeborenen haben Sieg über ihren geheimen Feinde. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Und das ist wichtig für die Waagegeborenen, die Hoffnung nicht aufgeben, Glück in die Liebe zu haben, aber auch Kontakte im Freundeskreis, soziale Kontakte ist auch möglich, dass hier die Liebe kommt. Und natürlich Mars im Internet ist auch soziale Kontakte, also hier ist auch eine schöne Verbindung. Wassermann gehört zum Luftelement, Waage auch Luftelement, also die Verbindung ist harmonisch zwischen Mars und Venus. Chancen, Möglichkeiten im Internet jemand kennenlernen. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und das ist eine Lernaufgabe für die Schützengeborenen, zu sich selbst zu stehen, nicht verstecken, sondern das Zeigen, die Persönlichkeit in Ausdruck bringen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, befindet sich in Tierkreiszeichen Widder, ist noch rückläufig, das kann bedeuten, das verlangsamt etwas. Das ist die schöpferische Kraft, etwas gestalten, dass die Wiedergeborenen das Gefühl haben, sie haben eine tolle Idee, möchten sie etwas schön gestalten und da sind noch Hindernisse da oder noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber ab Januar geht das alles voran. Natürlich dieser rückläufige Uranus bedeutet Vergangenheit, alte Themen, alte Kontakte und das kann auch eine Unterstützung sein. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Das ist natürlich wunderschön, wenn man kreativ ist oder für Künstler ist es hervorragend, die Neptun-Energie, weil das ist die Inspiration. Aber Neptun kann auch etwas benebeln. Pluto zeigt die innere Kraft und das brauchen gerade die Schützengeborenen. Die Verbindung zwischen Sonne und Mond habe ich erwähnt, eine schöne harmonische Verbindung. Die nächste, was sich nähert und ist schon im Orbisbereich, eine Verbindung zwischen Merkur und Jupiter hier im Bereich Geheimnisse. Hier handelt es sich um Gespräche, Termine, Verträge im Geheimen und das hat mit Rechtssystem auch etwas zu tun. Und natürlich auch öffnet die Augen auf Ungerechtigkeiten und sie werden in die Tagen gemeinsam hier wirken. Alles ist im Verborgenen. Natürlich kann auch bedeuten, die Weisheit, die tiefe Geheimnisse des Lebens zu erforschen, dann ist das natürlich die schönste Position hier im Bereich, die Geheimnisse. Hier gibt es auch karmische Themen. Mars steht auch sehr schön in Verbindung zum Pluto. Mars-Pluto-Verbindung, das trifft die Männer, die verspüren ihre Kraft, ihre männliche Kraft
Und vieles kommt von Inneren. Die Überzeugungskraft, überzeugt zu sein von etwas. Die heutige Mondhaus heißt Ashwini, das ist die Mondbewegung hier in Tierkreiszeichen wieder und das bedeutet Heilung. Eine Heilenergie oder wir sollen in einer bestimmten Situation, was uns kränkt, klären etwas, Heilung bringen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Dieses geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.